up, nigga. Was will man mehr? I'm gonna be alright. Yo, was geht ab, Freunde? Und zwar kommen wir wieder zu einem neuen Video von mir. Wo sind wir? Wir sind in Thailand, in Phuket. Besser gesagt in Bang Thok. Ich bereite mich hier vor. Das Klima ist extrem, man sieht, ich schwitze schon, ohne mich zu bewegen. Und 16 Uhr beginnt direkt mein erstes Training. Heute steht Wrestling auf dem Spiel, auf dem Programm besser gesagt. Und das einzige Problem ist, man darf das Training nicht aufnehmen, aber ich versuche euch so die besten Einblicke zu zeigen. Fangen wir direkt mal an, auf geht's. So, das ist mein Ausblick jeden Morgen. Es gibt da nichts Besseres, morgens früh aufzustehen, die Sonne scheint, wo es direkt hier Palmen, Wasser, gutes Wetter. Aber wie gesagt, das Klima ist krass. Wir haben jetzt schon fast 40 Grad. Wie man sieht, es ist kein Wasser, das ist alles Schweiß. So, Freunde, jetzt gehen wir erstmal was essen. Ich habe hier einen Bowl-Laden gefunden auf der Boat Avenue. Wenn ihr in Bang Thok seid, Bow Avenue, ich glaube, Hosei Bow heißt der Laden. Richtig geile Box. So, Friends. Ihr habt hier sogar eine Schaukel hier, wenn ihr schaukeln wollt. So, Freunde, jetzt gehen wir zum Ringen. Also hier ist mein Hotel. Das Gym ist nur ungefähr 1 Kilometer entfernt. Ich gehe meistens, also ich gehe extra nur zu Fuß, damit ich mich ein bisschen bewege, nicht zu faul mit Roller. Und hier haben wir direkt einen Supermarkt, hat 24 Stunden geöffnet. Da könnt ihr euch alles holen. Wasser, Elektrolyte, Süßigkeiten, egal was ihr, worauf ihr Bock habt. So, auf den Weg gehen, habt ihr ein paar Läden hier. Massage zum Beispiel hier dem Friseur. Kann leider nicht so gut schneiden wie meine, aber reicht auf jeden Fall für hier. So, Freunde, das war's gehabt mit dem Wrestling Training. War sehr, sehr anstrengend. Wir sind auf 35 Grad, wir waren dick. Also, ich kriege ich jetzt hier mehr. What's your name, brother? Zach Reese. Wir sind bei dir. When is the fight? What's your name? Enjoy. Wir reiten mich hier mit ihm zusammen hier vor. Und hier mussten wir am letzten Mal einen Zahn-K.O. gemacht bei Cars. Wie mit Soccer Kick. Wir haben einfach die Regeln für dich geändert, ne? Hat er auf jeden Fall gewonnen. Ja, super Training. Wir gehen jetzt Kleinigkeit was essen und dann würde ich sagen, machen wir eine Massage. Also, ja, ja. So, Freunde, hier ist der Bereich für die Profis. Hier haben wir einen Cage, Originalgröße, Kampfgröße, UFC, Octagon-Größe. Dann geht's hier weiter. So, hier könnt ihr dann essen nach dem Training. Gute Scheiße. Einer der Trainer hier, einer der Coaches. Auf jeden Fall riesig, Freunde. Ihr habt ja viel Möglichkeit hier in Bang Thok. Hier seht ihr gerade mal die CrossFit. Da hinten haben wir nochmal Thai-Box-Station. Und, Alaikum Salam, Bruder, wie geht's? Auf jeden Fall, hier habt ihr dann auch nochmal meistens Thai-Box-Sessions hier. Also, ihr habt viel Auswahl, großes Gym und viele Möglichkeiten. So, ich laufe immer zu Fuß hier. Seht ihr, wie die ganze Roller, ich könnte den Roller hinfahren. Gebt ihr die anderen Verbrecher alle hier. So, jetzt gehen wir schön hier rein. Was will man mehr? Gutes Training, gutes Essen, gutes Wetter. Alles perfekt. So, auch in Thailand darf Sushi nicht fehlen. Schauen wir mal, ob das hier auch im Zettel steht. Fisch, Geangel vom Meer hier. So. Sehr gut. So, jetzt geht's gleich ab ins Hotel. Morgen habe ich Barrik. Echt platt. Wie gesagt, auch vom Klimawechsel und alles. Ich habe noch keinen richtigen Schlafrhythmus. Es dauert jetzt noch ein paar Tage, deswegen gehen wir direkt ins Hotel. Ruhe mich aus, geh schlafen. Morgen ist harte Sparring. Lala Sparring,
Was hast du da? Ich hab zwei Jungs heute schön auf die Bretter geschickt. Was mit dir hier? Wann machst du dein Debüt? Was sagt der Abi? Der große Bruder, ist der ready? Ist der ready? Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Die Jungs haben morgen, übermorgen rennt ihr weg, ne? Rennt ihr weg? Dann bin ich allein hier, einsamer Wolf im Dschungel hier. So, Freunde. Wir sind jetzt hier im Nighttown Beach. Das ist so ein bisschen Geheimecke hier. Hier ist nicht so viel Tourismus. Und ich habe jetzt jemanden mitgebracht, das ist der Saman. Der hat ein Video damals von mir gesehen und am besten kannst du selber nochmal erzählen. Okay, mein Name ist Saman, ich bin 20 Jahre alt. Kerem Abi ist schon ein jahrelanger Vorbild von mir. Es ist eine sehr große Motivation zu trainieren, wenn ich weiß, okay, es ist so ein großer Mann da, der mich jeden Tag motiviert. Und ja, es war mir auch eine große Freude und Ehre, ihn hier zu treffen und im Video mit dabei zu sein. Ja, cool. Deswegen habe ich mir direkt gedacht, so, komm, bin ich mal hier. Ich wollte das sowieso öfter schon machen, mal mit meinen Supportern oder die Jungs ein bisschen zu motivieren, einen Tag mit denen zu verbringen, habe ich mir gedacht. Es gibt keinen besseren Ort als hier. Ja. Und dann fangen wir gleich direkt mal an mit dem Training. Der Up, der thailändische Weekend vom letzten Video, vom letzten Jahr, kommt auch gleich. Der kommt natürlich wie immer zu spät, aber er ist auf jeden Fall gleich da. Aber wie ihr sehen könnt, sehr schöne Kulisse, sehr schöner Strand und vor allem ruhig, kein Tourismus. Und ja, fangen wir gleich direkt mal an hier. Dann warten wir auf den Up. Okay. Wann hast du angefangen mit Kampfsport generell? Ich habe angefangen mit 14,5 ungefähr, 15, mit 15. Ich also mit 15, der sieht jetzt schon aus wie 30, 35, wie bis 20. 20, meinte, ne? Ja. Ich sag dir eben auch, das liegt glaube ich an den Hormonen, was die in dem Fleisch oder im Trinkwasser haben. Alter. Das ist gerade 20. Sein, ja. Die Jungs hinter der Kamera auch, gerade 19, 20. Ich glaube, entweder haben wir irgendwas falsch gemacht oder wie gesagt, ihr kriegt zu viel Wachstumshormone. Glaube ich auch, ja. Ja, genau, habe ich mit Thai-Boxen angefangen. Ja. Dann mit MMA, mit einem guten Freund. Und dann haben wir das so bis 18, bis Corona dann kam, haben wir es dann immer richtig durchgezogen. Dann kam Corona, dann haben die ganzen Gyms ja zugemacht. Ja. Und dann haben wir einfach selber so auf der Straße, auf dem Fußballplatz oder so trainiert. Und dann wurde es wieder lockerer. Nach der Corona-Zeit habe ich dann mein Gym gewechselt und nach meiner Verletzung zum Planet Eater in Bali bei Peter Sobotta. Kenne ich. Der ist unser Head Coach. Und ja. Guck mal, Friends, was hier alles gibt so auf der Welt. Nicht nur Mallorca, Ibiza. Müsst ihr mal den Ort wechseln, ja, wenn ihr die Möglichkeit natürlich habt. Natürlich, der Flug ist ein bisschen ekelhaft, ne? Ich fand's eigentlich ganz angenehm. Boah, was für angenehm. Ich hatte einen Direktflug. Ich hasse diese langen Flüge, meine Beine fangen an zu kribbeln. Ja, das stimmt. Ich muss so ein Typ, ich muss mich immer bewegen, das ist das Problem. Ich kann nicht lange sitzen. Aber da ist mein erster Flug, war es auch sehr entspannt, also sehr interessant und aufregend. So, what are we doing now? You know, we're gonna wrap the hand and then a little bit of warm-up and then we're gonna do pad work. Pad work, okay, Leute. Also wir machen uns erstmal warm. Bandagieren unsere Hände. Ich habe dir gerade gesagt, das Wichtigste ist, wie der Körper aussieht, nicht wie der Schlag ist. Weil das Wichtigste am Ende sind die Kampfbilder, wenn du gewonnen hast. Okay, let's start. Yeah, you're a very good coach. I told you before. Before you come to star, I told you. Now, now jetzt ist der ein Star normal, jetzt will er aber 300 Euro die Stunde. What do you take for one hour now? 1000 Euro? Der ist ein Star-Coach jetzt hier geworden. Nach unserem Video ist explodiert ja. Everybody knows you now in Germany, yeah, brother. Yeah, thank you. Really? How is Furkan? Your friend? Ah, yeah, Furkan, you know him. Furkan, erstmal schöne Grüße, Furkan. Du warst ja auch hier gewesen. He told me very good, very nice training. Ah, okay. It's the next champion, you know, yeah, Furkan. Yeah, Furkan is the next superstar. Kennst du den Furkan? Ja, ich war auf einem Kampf im Ding. Bei UFD Gym war ich auch der da. Top, im Turnier. Also auch neue Hoffnung. Also der ist sehr stark. Wir haben viele Talente bei uns, very big talents, but Furkan is one of the. I hope one of the next rising stars, my brother. Yeah. Okay, we start now. You run with us? Or you're just the coach today?
shy, brother. Don't be shy. Also drills, a little bit running. Yeah, drills, a little bit spin, a little bit combination. Okay, yeah. Okay, jetzt also ein bisschen ein paar Drills, Kombinationen. Wo eigentlich dieses Laufen, das ist kein Beispiel. Ich muss nicht an ihm reden oder hier an euch, ich habe kein Mikro. Das ist so anstrengend hier im Sand, Alter. Ihr denkt euch gleich, warum atmen die Jungs so schwer? Aber das ist unnormal anstrengend. Okay. How we start? We start here. Go, two. Jump. One, two, slip. Yes, go. No, come on, come on, come on. Come on, come on, man, come on, man. One, two, hoop low. Yes, right, go. Go. Physio, Kämpfer, was bin ich noch hier? Alles in allem, Entertainer, YouTuber, Gangster. Ja, Gangster, groß. Schub, boom, boom, boom. First jab, okay? You. Go. Boop. I kick lip, you block and knee lip. Okay, block. Block and knee, block. Boom, knee and elbow, boom. Right. Boom. And then after that, maybe you push me up to elbow. Boom, oh. You push me. You sit up for the jumping knee. Boom. Okay. So this way, yeah? Yeah. Boop. 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 One more. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich war jetzt 3,5 Wochen in Thailand. Ich konnte leider nicht so viel im Bangtan MMA aufnehmen, weil die Aufnahmen da verboten sind. Aber deswegen haben wir hier eine gute Alternative getroffen. Und am Ende haben wir sogar noch professionelle Kameraleute aus Deutschland. Danke euch nochmal. Kerim, mein Namensvetter, bester Name, den du hast. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Und ein paar abschließende Wörter hier. Ich danke dir sehr vielmals für das Training, für die Erfahrung. War sehr schön. Passt auf euch auf. So Leute, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Los. Ah!